Blaues Wasser, hohe Sprungtürme und der Geruch von Pommes. Zum Sommer gehört der Besuch im Freibad einfach dazu. Doch wo genau befinden sich die 7 besten Freibäder in Stuttgart? Genau das finden wir jetzt in unserer neuen Sendereihe Top 7 heraus. Herzlich willkommen zu den Top 7. Los geht's mit den 7 besten Freibädern in Stuttgart. Und wir starten hier im Inselbad Untertürkheim. Das Inselbad hier hat eine große Beckenlandschaft zu bieten. Direkt hinter mir hier ist das Nichtschwimmerbecken und dahinter ist dann noch das Kinderplanschbecken. Genau gegenüber gibt es ein Sportschwimmerbecken mit 50 Meter Bahnlänge und unter anderem auch einen Sprungturm mit 10 Metern. Und übrigens, wir sind hier direkt am Neckar. Ja, ich habe mich hochgetraut auf den 10-Meter-Turm. Von hier oben hat man eine wunderschöne Aussicht. Links von mir der Neckar, rechts von mir die Weinberge und unten das tiefe Blau. So, das war's mit unserem ersten Stopp hier in Untertürkheim. Und jetzt geht's weiter nach Sillenbuch. Und jetzt sind wir im Bädle in Sillenbuch angekommen. Eine kleine, aber feine Anlage. Es gibt 2 Bahnen mit je 25 Meter für die Schwimmer, ein Nichtschwimmerbereich und auch ein Bereich für die Kids. Die Liegefläche ist sehr schnuggelig. Im Sommer kann sie aber auch sehr schnell belegt sein. Und das war's im Sillenbucher Bädle. Ab zum nächsten Bad. So, wir sind jetzt an unserem nächsten Stopp angekommen, hier im Höhenfreibad Killesberg. Wir haben hier ein All-in-One-Becken mit einer 50 Meter Schwimmbahn, einem Nichtschwimmerbereich, einer Wasserstrudelschnecke und einem Bereich mit Sprungturm, 1 Meter, 3 Meter und 5 Meter. Wir sind jetzt hier am höchsten Sprungturm im Höhenfreibad Killesberg. Um ganz genau zu sein, ich habe vorher gesagt, es sind 5 Meter, es sind 4,58 Meter. Wir haben hier eine sehr große Liegefläche, die unterteilt ist in viele kleine Bereiche. Und hier hinter mir ist noch ein Beachvolleyballfeld und 3 Volleyballfelder. Ja, ein großer Vorteil hier am Höhenfreibad Killesberg, man hat eine große Halle, in der es große Schließfächer gibt, in denen man seine Sachen verstauen kann. Das heißt, bei einem Regenschauer ist man geschützt und hat hier ganz viel Platz, um sich umziehen zu können. Das war unser kurzer Stopp in Killesberg und es geht weiter ins nächste Freibad. So, ich bin jetzt angekommen im Freibad vom ASV Botnang. Es gibt hier ein kleines, schnuggeliges 25-Meter-Becken. Ja, die große Besonderheit hier im Freibad ist, dass das Wasser von einer Quelle bezogen wird, die hier 200 Meter weiter oben entspringt. Also ist es eine richtig gute Wasserqualität. Es ist auch nur so viel Chlor im Wasser enthalten, wie es sein muss. Ja, für die Kids gibt es hier auch eine Rutsche, die ist so circa 12 Meter lang und fließt direkt ins 25 Meter Becken und die gehe ich jetzt mal testen. Ja, ich habe jetzt auch noch mal mit dem Bademeister gesprochen und er hat bestätigt, diese klassischen roten Augen vom Chlor bekommt man hier nach dem Schwimmen auf jeden Fall nicht. Und das war's vom ASV Botnang. Übrigens, ihr wollt wissen, auf welchem Platz welches Freibad gelandet ist, das findet ihr im Text unter diesem Video. So, ich bin jetzt im nächsten Freibad auf dem 3-Meter-Turm in Stuttgart-Möhringen. Das Möhringer Freibad ist ein kleines Familienbad. Und ein großer Vorteil im Vergleich zu den anderen, man kann vom Warmen aus ins Wasser gleiten. Das ist vor allem an kälteren Tagen besonders schön. Das Möhringer Freibad ist im Vergleich zu Sillenbuch auf jeden Fall deutlich größer. Es hat allein schon eine doppelt so große Bahnlänge, nämlich 50 Meter. Es hat auch einen Kinderbereich, ein Beachvolleyballfeld und einen Kickplatz. Und das Freibad hier hat sogar eine eigene Bahnhaltestelle.
Wir sind jetzt in Vaihingen, hier im Freibad Rosenthal. Es ist noch vor 9 Uhr, das Freibad ist leer und ich ergreife jetzt die Chance und teste für euch die Wassertemperatur. Ja, ist doch mega herrlich, hier in so ein leeres Becken zu springen. Und es hat 24,8 Grad Wassertemperatur. Ja, das Freibad Rosenthal hat eine wunderschöne große Fläche, sehr, sehr viel Grün mit schönen Bäumen drauf. Es hat ein Sportschwimmerbecken mit 50 Meter Bahn, eine große Wasserrutsche und einen Nichtschwimmerbereich. Willkommen aus Zuffenhausen. Was viele Zuffenhauser selbst nicht wissen, auch hier gibt es ein Bädle. Hier in Zuffenhausen gibt es zwei Becken. Direkt hinter mir das Nichtschwimmerbecken und direkt nebenan das Schwimmerbecken mit 25 Meter Bahnlänge. Auch die Kinder kommen hier nicht zu kurz. Es gibt einen Elefant, einen Pilz und einen kleinen Springbrunnen. Die Fläche hier ist deutlich größer als die Fläche zum Beispiel in Sillenbuch im Bädle. Und es gibt sogar zwei Beachvolleyballfelder. Das war's mit unseren Top 7 Freibädern aus Stuttgart. Das Ranking, wer gewonnen hat hier in Stuttgart, findet ihr unter diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsommer. Tschüss und ciao.